Vor auf den Tag genau 11 Jahren saß ich hier auch tatsächlich mit einem neuen Animal Crossing. Damals war es Animal Crossing New Leaf und jetzt ist es das zweite Mal Animal Crossing New Horizons und ich freue mich trotzdem wieder wahnsinnig. Und weil ich weiß, dass es hier erstmal kein richtiges Intro gibt, heiße ich euch schon mal herzlich willkommen. Guten Tag, tritt näher, nur keine Scheu. Herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht. Na, da hatte ich so ein paar Zweifel. Denn du hast dich dafür entschieden, nochmal eine Switch auf eBay zu bestellen. Du bist schon ein bisschen wohlstandsverwahrlost, ne? Naja, gut. Im Auftrag von Nuke Inc. trotzdem nochmal herzlich willkommen zum zweiten Mal so. Wir sind Nepp und Schlepp, aber das weißt du ja schon. Ich meine, du bist so ein Freak, du hast einfach alle Meilenaufgaben erledigt in Mondonia. Natürlich kennst du uns. Wir werden zusammen mit dir auf die Insel fliegen und dir dort alles Weitere so erklären und so. Aber ja, wie gesagt, das brauchst du ja eigentlich nicht. Naja, genug der langen Einleitung. Du kannst es kaum erwarten, auf deine Insel aufzubrechen, nicht wahr? Aber eine kurze Frage. Nutzt du heute zum ersten Mal eins unserer Pakete? Das ist ein bisschen sehr ironisch. Ja, doch. Ich glaube, umziehen wäre eine schlechte Antwort hier. Alles klar, sonnenklar. Zuerst mal ein paar Formalitäten. Teilst du uns deinen Namen und dein Geburtsdatum mit? So, die Sache ist, ich habe bei meiner Frau, die jetzt wieder so ein bisschen angefangen hat, auf ihrer Insel zu spielen, geschaut und habe wirklich unglaublich viel von New Horizons schon vergessen. Natürlich auch, weil ich zwischendurch New Leaf Let's Played habe. Aber ich habe auch so ein paar neue Sachen über das Wiki erfahren. Zum Beispiel, deswegen sage ich das jetzt hier an der Stelle, den Namen können wir schon mal eingeben. Ich nenne mich so wie immer, so wie ich halt heiße. Aber tatsächlich hat der Geburtsmonat und der Monat, in dem man anfängt, diese Insel zu erstellen, also der Geburtsmonat des Inselsprechers, muss man dazu sagen, hat tatsächlich Einfluss auf die Blumenarten, die ihr auf eurer Insel habt oder auf der Insel, die man mit Mile-Tickets bereisen kann. Das wusste ich nicht. Finde ich wahnsinnig spannend, dass ich immer noch was Neues lerne, auch wenn ich das Spielgefühl in- und auswendig kenne und kennen müsste. Also, mein Geburtsdatum ist natürlich der 19. Januar. Und im Januar, ich werde also entsprechend dieselben Blumen auf der Insel haben, wie auch beim letzten Mal in Mondonia. Da gibt es dann nämlich die Veilchen, Anemonen und Chrysanthemen. Das sind die, muss auch immer dazu sagen, es ist nochmal ein Unterschied, ob man auf der nördlichen oder auf der südlichen Hemisphäre spielt. Ich werde wieder auf der nördlichen spielen. Also das, was im Januar bei mir dann an Blumen ist, wäre sonst halt im Juli, wenn ich im Juli Geburtstag hätte und im Süden spielen würde, wäre das halt identisch. Jedenfalls, ja, dann kein Wunder, dass viele damals die Rosen noch nicht hatten. Dazu kommen wir dann nämlich jetzt. Das andere ist jetzt nämlich der Juni, in dem wir jetzt dann anfangen zu spielen. Und beim letzten Mal war das natürlich logischerweise dann der Release-Monat. Ich bin mir gerade tatsächlich gar nicht sicher, war das April oder Mai? März, das war schon April, ne? Da haben wir dann nämlich Tulpen, Veilchen, Hyazinthen und Anemonen auf den Meileninseln, aber eben keine Rosen, weil die Rosen waren damals immer Mangelware. Im Juni gibt es jetzt allerdings Rosen, Tulpen und Lilien, also so ziemlich alles, was wir jetzt dann noch nicht durch unseren Geburtsmonat abgedeckt haben. Finde ich sehr cool. Also habe ich Bock drauf, auf diese Kombination so oder so. Und ja, über den Juni gibt es noch ein bisschen was zu erzählen. Eine kleine Anspielung darauf habe ich ja schon ganz am Anfang genannt. Aber ja, hier haben wir dich. Als nächstes machen wir mal ein Foto von dir, ne? Also, nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Wir warten auf dich. Ich möchte das Ganze hier auch, ja, echt angehen, ja? Also ich werde jetzt hier nicht resetten, weil mir das Insel-Layout nicht gefällt, was mir gleich vorgeschlagen wird. Wir nehmen es jetzt, wie es kommt, und das ist es dann. Ich glaube schon, das passt besser. So, die Frisur passt. Die ist, glaube ich, ziemlich akkurat gerade, wie sie bei mir auch tatsächlich ist. Ja, Augen. Welche Augen nehmen wir? Es gibt generell noch so viel zu erklären und sowas. Ich glaube, die Augen hatte ich und die Augen finde ich auch nach wie vor am besten. Ich glaube, ich nehme aber diesmal so eine Nase und ein bisschen breiteren Mund, so. Und der Rest passt eigentlich. Das Shirt ist schrecklich. Wir müssen ganz schnell ein neues Outfit finden. Na, das ist sehr schön gelungen. Ja, sehr schön. Also, dann werden wir dieses Foto mal in deinem Kundenprofil registrieren, ne? Und nun suchen wir den schönen Insel. Bist du aufgeregt? Ja, tatsächlich. Einer der reizvollsten Aspekte dieses Programms ist es, den Wechsel der 4 Jahreszeiten zu genießen. Und jetzt startest du im Sommer. Das ist mal was ganz anderes, ne? Ja, jedenfalls, so wie zu Hause oder versetzt? Klar, man könnte jetzt sagen, jetzt kann man doch theoretisch auch mal, naja, die andere Seite sehen, aber nee. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier an Weihnachten spiele,
weil ich will Realtime spielen und nicht skippen, dann will ich auch Weihnachten haben und nicht plötzlich Midsommar. Es wäre irgendwie weird. Ja, alles klar, ja, dann soll's doch nicht schwerfallen, eine eigene Insel für dich zu finden, ne? Also, Nordhalbkugel, hast du Bock? Ja. Auf jeden Fall. Alles klar, ja, dann suchen wir mal, ne? Wir hätten hier 4 Inseln für dich, so wie immer halt. Denk dran, es sind ein paar Sachen, die sind nicht fixbar, ne? Also, bedenke einiges. Also, klar. Zuallererst mal ist natürlich das Service Center bzw. Rathaus fix. Das kann man nicht verschieben. Sowie die beiden Flussmündungen und auch die Steine und den geheimen Strand. Das sind Dinge, die man jetzt hier nicht fixen kann. Im Nachhinein mit Terraforming, das müssen wir also jetzt von Anfang an für immer festlegen, solange wir diese Insel haben. Und der Steg auch übrigens. Aber gut, der Steg, ja. Es war mit dem Steg schon von Anfang an vorgesehen, da irgendwann Captain ankern zu lassen, aber seine wirkliche Funktion seit dem 2.0 Update, naja, ist jetzt nicht so krass besonders, aber gut, darüber können wir ja nochmal diskutieren. Es ist auf jeden Fall nicht die Insel zu sehen, die ich damals zur Auswahl hatte, die dann Mondonia geworden ist. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Layouts es wirklich gibt. Ich möchte mich jedenfalls jetzt, wie gesagt, für eine von diesen Layouts entscheiden und nicht nochmal später ändern. Im Sinne von, nicht jetzt ändern, das meine ich. Ich werde jetzt nicht hier und dann weg und so, nein. Ich möchte wirklich jetzt eine von diesen 4 nehmen, so wie es halt vom Spiel vorgesehen ist. Und jetzt hier nicht ewig rumcheaten. Ja, spontan muss ich sagen, also ich gucke jetzt vor allem erstmal nur auf Service Center. Die 1 und die 4 gefallen mir da schon am besten, weil es eben nicht so versetzt ist, sondern man halt relativ gerade vom, also das unten dieser Kasten, dieser Felskasten, das ist dann halt der Flughafen, da würde ich sagen, ist 1 und 4 schon am besten. Ich bin aber nicht so ein Fan davon, wenn unten die beiden Flussmündungen direkt sind. Ich hätte das schon gerne ein bisschen verteilter, glaube ich. Dann bin ich natürlich mit dem ersten Layout schon verhältnismäßig nah an meinem Original. Ich glaube, da war mein Steg war auch links, ne? Hier wäre der halt rechts. Der geheime Strand wäre dafür wieder mittig. Das Coole an dem hier ist halt, dass man da die Steine eigentlich alle oben hat. Gut, man hat diese eine Seezunge, die ist dann halt da unten links. Da ist sie, glaube ich, bei mir auch, oder? Nee, da ist sie unten rechts in Mondonia gewesen. Ja, aber ich bin, glaube ich, kein Fan davon, die Flussmündung beide unten zu haben. So. Das, ich meine, kann man natürlich so und so ändern. Oder? Schwierig. Also, ich glaube, hier ist es halt wieder nicht ganz parallel, ne? Boah, ich glaube, ich würde schon doch fast zu dem hier tendieren. Das hat so gefühlt die meisten Freiheiten noch. Man kann dann da halt noch so einen schönen... Gebt mir noch 1-2 Minuten Bedenkzeit. Ich schneide das mal kurz raus. Okay, ich entscheide mich jetzt tatsächlich für die Insel 4. Einfach aus dem Grund, weil der Fluss auch beim ersten Layout so ist wie in Mondonia und ich da doch schon ein bisschen mehr Variation dann drin hätte, gerne. Deswegen werde ich mich jetzt dafür entscheiden. Generell ist es irgendwie so ein bisschen spannender, finde ich. So für mich jetzt zum zweiten Mal sehe ich gerade irgendwie mehr. Und das Service Center ist bei beiden eigentlich ziemlich gut positioniert. Ich glaube, hier könnte es aber wirklich perfekt aligned sein, während es bei dem anderen noch ein bisschen nach rechts versetzt ist. Dafür halt weiter weg vom Flughafen. Ich nehme jetzt auf jeden Fall die Insel. Das ist meine Insel. Let's go. Gute Wahl, sehr gut. Ja, damit steht der Schauplatz für unsere Heimat fest. Meine letzte Frage noch. Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ich frage mich, was ich damals gewählt habe. Ich nehme einen Schlafsack mit. So, interessant. Ja. Nun, wie gesagt, komplett hypothetisch. Einfach, weil wir Bock drauf hatten, ne? Also, ob Vergnügen, Genuss oder banaler Alltagsbedarf, um das und noch viel mehr kümmert sich Nuking. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für die folgende Durchsage. Der Nuking-Flug im Rahmen des Reif für die Insel-Pakets ist jetzt zum Einsteigen bereit. Bitte begeben Sie sich umgehend zum Flugsteig. Ausgezeichnetes Timing, ja Mensch. Dabei hast du so lange überlegt, wie auch schon im Original. Ja, ich weiß.
Guten Tag, liebe Fluggäste. Willkommen an Bord dieses Charterflugs im Rahmen von Nux Reif für die Inselpaketen. Mein Name ist Udo und das Wetter heute ist ganz okay. Bitte entspannen Sie sich bei einer kostenlosen Videoeinführung in das Leben auf einer einsamen Insel. Brauchen wir zwar, glaube ich, nicht, aber zum ersten Mal hören wir jetzt das Main Theme. Und diesen Soundtrack habe ich wirklich gegen Ende und generell eigentlich seitdem ich eigentlich hier alles geschafft hatte in dem Spiel schon ein bisschen gehatet, kann man schon fast sagen, weil immer wenn man das Spiel startet, der ist so aggressiv in gewisser Weise, so aufdringlich fröhlich, denn New Leaf war halt so schön idyllisch und der ist halt wirklich einfach so richtig so, ey, du musst jetzt gute Laune haben, du Sack. Und ich weiß nicht, das war mir irgendwie immer ein bisschen zu aufdringlich, weil der halt auch immer zu jedem Zweck von Nintendo als Promo-Track benutzt wurde und alles. Und das hat mich irgendwann extremst genervt. Aber heute habe ich wirklich einfach nur schöne Gefühle, wenn ich diesen Track höre, weil ich jetzt eine neue Insel anfangen kann. Das ist fantastisch. Und ich habe ja wirklich lange auch hin und her überlegt, ob ich das dann mal mache. Also es war halt schon länger dann die Idee, mir dann doch mal eine weitere Switch zu holen. Ich habe jetzt also eine weitere Switch mir bestellt, wie gesagt, auf eBay gebraucht. Und ich habe mir sogar nur das Tablet gekauft, weil ich habe ja Joy-Cons und Dock und alles. Das habe ich ja. Ich habe mir wirklich nur das Tablet gekauft. Und leider auch das Spiel, weil ich habe das natürlich damals ja digital gekauft. Und das funktioniert dann entsprechend nicht. Deswegen, ich brauche das jetzt halt physisch. Hätte ich das damals physisch gehabt, gekauft, dann wäre es jetzt kein Problem. Und ich könnte einfach switchen. Das geht jetzt aber halt leider nicht. Entsprechend habe ich das Spiel jetzt einmal digital, einmal physisch. Aber dadurch habe ich jetzt auch mal hier die Box. Das ist auch irgendwie vielleicht ganz cool. Ich weiß nicht. Ein bisschen grob. Und wir haben Äpfel. Ich glaube, ich habe gefühlt nie Äpfel, wenn ich eine Animal Crossing-Stadt starte. Da wären wir endlich. So leid es mir tut, aber erstmal keine Zeit zum Ausruhen. Es findet eine Infoveranstaltung statt, um das Einleben auf der Insel hier besser so zu erleichtern, ne? Bitte begebt euch alle zum Campingplatz, zum Festplatz, nicht Campingplatz, oh Mann. Ja, da wartet schon unser Chef, ne? Bitte folgt uns mit dem linken Stick. Wen haben wir denn hier? Wir haben einen relativ neuen Charakter noch. Und Mausbert, glaube ich. I don't know. Spontan ist nicht meine absoluten Faves. Aber ich hatte die, glaube ich, ja noch nie so wirklich in der Stadt. Aber ist ja auch egal. Hallo Tom. Was geht? Sind ja vollzählig? Ich rufe mal besser alle auf, ja? Fienchen? Das ist wahrscheinlich die Links, ne? Ja, okay. Mausbert? Es ist Mausbert, ja. Niklas? Ja, anwesend. Super, ja, dann sind wir alle da. So, Chef, hier, drei neue Opfer, Mutige, die sich hier ein neues Leben stürzen wollen. Ausgezeichnet. Ja, ja, ihr habt wieder viel Geld da gelassen. Schön. Und das werdet ihr auch weiterhin tun. Dann mal zur Sache. Ich begrüße euch auf dieser Insel. Ich bin Tom Nook, Gründer und Geschäftsführer der Nook Inc. Ja, ja. Das werdet ihr übrigens häufiger hören, das Ja, ja, das ist quasi meine Catchphrase. Ja, ja. Euer kompetenter Berater für Selbstfindung, Schlussstriche und Horizonterweiterungen. Versteht ihr? Nook Inc. So, heute fängt euer neues Leben auf dieser Insel an und die ist noch was leer. Was für ein Abenteuer. Aber Nook Inc. lässt euch selbstverständlich nicht im Regen stehen, denn es ist ja schönes Wetter, das ist geskriptet übrigens. Wir werden hier auch wohnen und euch lückenlos betreuen. Also Betonung auf wir. Wir werden das auch tun. Als das, all das ist im Reif für die Insel-Paket inklusive, ne? Reif für die Insel klingt als Wort an sich ja irgendwie schon mittlerweile cool. Aber Getaway-Package ist auch geil. ja, eins nach dem anderen, ne? Zuerst einmal sollte sich jeder so einen Platz zum Wohnen suchen. Das gehört ja schließlich auch dazu, ne? Da ich nebenher Immobilienmakler bin, ja, da werden wir hier früher oder später wahrscheinlich Häuser bauen, ne? Aber bis es soweit ist, könnt ihr das Inselleben erstmal ganz authentisch genießen. In Zelten. Holt euch also eures von Nepp oder Schlepp ab und sucht euch ein schönes Plätzchen. Machen wir. Und da können wir auch gleich mal drüber reden, wenn wir gleich einen Platz suchen, was ich hier eigentlich machen möchte in diesem Projekt. Bitteschön, Niklas, dein eigenes persönliches Zelt. Natürlich wusste ich, dass das jetzt Nepp ist. Es hätte jetzt nicht sein können, dass ich gerade Schlepp anspreche. Ich kann die beiden natürlich komplett unterscheiden, wie jeder von uns.
Nur ist ja auch egal. Such dir jedenfalls einen schönen Ort, ne? Und dann guck mit X in deine Tasche. Die ganzen Controls muss ich auch erstmal wieder verinnerlichen. Aber es ist ja nicht so schlimm wie ein Breath of the Wild zum Beispiel, wo man sich halt komplett auf die Steuerung wieder... Die muss man ja komplett nochmal erlernen. Hier hat man das relativ schnell wieder raus, glaube ich. Du musst aber schon eine Stelle nehmen, wo ringsrum ein bisschen Platz ist, ne? Keine Sorge, du kannst auch erstmal nur schauen, wie es aussieht, bevor du dich entscheidest. Ach ja, und ich habe hier noch eine Karte für dich. Dankeschön. Sobald dein Zelt steht, komm doch mal hier zurück. Zur besseren Orientierung hast du ja die Karte. Also dann, mal los. Viel Erfolg. Und jetzt spielt dieser schöne Einführungstrack quasi. Und wir können schon mal so ein bisschen was sammeln. War das nicht mit... Ach ja, da fängt's schon an. Mit welcher Taste hebt man denn Sachen auf oder geht das noch gar nicht? Ich glaube, wir können noch keine Sachen aufheben, kann das? Nee, tatsächlich. Also es müsste Y sein, aber wir können noch keine Sachen aufheben, wie es scheint. Na gut. Alles klar. Karte war mit welcher Taste? Können wir die überhaupt nochmal groß öffnen? Ich glaube, das geht mit Plus doch, glaube ich, irgendwie, ne? Oder war das im Nuke-Forn später drin? Ja, ich weiß es nicht, aber wir haben jedenfalls die Minimap. Und damit müssen wir uns jetzt erstmal orientieren. Gut, schauen wir mal auf die Minimap. Wo wollen wir denn unser Zelt errichten? Es ist eigentlich relativ egal, weil es eh nur temporär ist. Und ich glaube, ich packe das hier irgendwo hin. Hier so zwischen den Bäumen. Ich weiß nicht, was da alles an Bäumen vielleicht weg muss dafür. Zeig mal bitte. Dann müssen bestimmt die beiden hinten und vorne weg, oder? Ne, nur der vorne müsste weg. Dann packt das Zelt doch mal einen weiter nach rechts. Dann müsste nämlich der linke Baum auch noch da sein. Und dann fände ich das fürs erste sehr schön. Ja, wobei, nee, der rechte ist jetzt weg. Der rechte ist jetzt sowas von weg. Nee. Na gut. Nee, dann. Dann doch wie vorher. Ist okay. Naja, machen wir so, komm. Dann ist der hier vorne halt weg. Das passt. Mein Zelt steht, damit ist die einsame Insel schon viel weniger einsam. Und so. Ja, ne? Es ist jetzt natürlich auch noch viel Intro. Das heißt, ich kann jetzt hier momentan sowieso noch nicht allzu viel über irgendwas reden. Jedenfalls möchte ich das Spiel halt so spielen, wie ich Bock drauf habe. Ich habe jetzt halt nicht mehr den Zwang, alles möglich, also den persönlichen Zwang, immer alles Neue, wenn, weiß ich nicht, ein Special Character auftaucht oder sowas, das halt hier im Let's Play so quasi zu machen, das ist ja quasi ein Let's Replay, habe ich jetzt halt nicht so den Anspruch oder den Druck, nenne ich es mal, sondern ich will einfach selber privat ein bisschen spielen. Ich möchte das aber in Form des Let's Plays schon irgendwie mitnehmen, in Form dieses Projektes. Aber es kann auch gut sein, dass ich einfach ganz viel Offscreen spiele, also einfach nur für mich spiele und euch immer nur mal hin und wieder mitnehme, wenn ich Bock drauf habe. Also es ist ein Projekt, was noch nicht so richtig feststeht, wie genau es hier ablaufen wird. Aber zumindest am Anfang habe ich auch einfach sehr viel Bock, das einfach direkt zu capturen hier. Und ja, in Form des Let's Plays zu machen. Aber es ist jetzt auch, wie gesagt, ich möchte es erstmal sowieso Realtime spielen. Das heißt, ich werde jetzt hier ein, zwei Parts aufnehmen und werde dann noch viel heute spielen. Auch vielleicht eine Vorbereitung für den nächsten Tag, so das, was halt geht, schon machen. Und dann werden die ersten Tage natürlich sowieso ein bisschen besonders sein. Und die möchte ich halt auf jeden Fall gut mitnehmen. Alles, was wir so neu machen und sowas. Und ja, das wäre erstmal so an sich der Plan. Und dann kann man ein bisschen weiter gucken, ne? Du bist, nee, echt jetzt? Verrat's mir nicht. Du bist Niklas, oder? Stimmt doch, ne? An wen erinnert die mich eigentlich? Also klar, so ein bisschen irgendwie auch an Yuna. Liegt wahrscheinlich vor allem an diesem Blumending. Ich glaube, die erinnern mich ein bisschen an Lilo aus Lilo und Stitch. Ich glaube, das ist es, was ich gerade so im Kopf habe, wenn ich diesen Charakter sehe. Ja, habe ich mir doch gleich gedacht, dass ich darauf komme, Aloha. Ja, ich bin die Fienchen, ja? Also, glaub ja nicht, wie ich mich hier auf das ganze Inselding freue, ne? Glaubst du nicht so? Guck an, du hast ja auch schon Platz für dein Zelt, ne? Oh, ich wollte ja warten, bis meine innere Gänseblume Bescheid gibt, aber naja. Hat wohl einen schlechten Tag, also... vielleicht?
Mache ich es ja hier, weil ich habe ein Stöckchen geschmissen und so. Ja, klar, irgendwie eine fragwürdige Methode, aber was soll's. Ich würde halt gern gucken, wie es aussieht, aber mach doch. Echt jetzt? Ah, hallo, ja, also ich... Dann würde ich doch mal gegenchecken, aber ich glaube, das sieht doch ganz gut aus, oder? Ach so, sie zeigt es mir nochmal. Nee, komm. Die Insel ist so winzig, da ist es wichtig, den anderen Homies alles recht zu machen, ne? Ja, vor allem mich, Homie. Du weißt es noch nicht, aber ich werde dein Inselsprecher. So. Ich nehme das mal. Ja, ich suche für dich. Echt jetzt? Du willst mir einen Platz aussuchen? Bist du die EU oder was? Willst du mir das vorschreiben? Na, ist ja auch egal. Hier, bitteschön, mach doch mal. Warum nicht? Ja, warum nicht? Weil dieses Spiel ein Puppenhaus ist. Auch darüber kann man absolut streiten, ob man das gut findet oder nicht, aber in gewissen Weisen ist es schon ganz cool. Was halt nicht cool ist, ist, dass Nintendo einen halt hier zwingt, sich eine neue Switch zuzulegen, wenn man eine neue Insel haben möchte und die alte nicht löschen möchte. Das ist halt leider so. Liegt aber auch eben an diesem ganzen Cartridge- und Speichersystem. Was das Ganze aber nicht entschuldigen soll. Aber es ist die Erklärung, warum es halt technisch gar nicht geht, so wie es jetzt eben ist. Wo ist sie jetzt eigentlich hingelaufen, sag mal? Ich glaube, der ist irgendwie scheißegal, wo sie wohnt, oder? Oder ist sie jetzt schon im Zelt? Ich glaube nicht. Naja, gut. Im Zweifel gehe ich jetzt einfach kurz zum Mausbär drüber. Der war ja hier unten am Campen, kann man schon fast sagen. Hey, oh, ich bin Mausbär. Schön, dich kennenzulernen, Käse. Ah, dein Zelt steht schon. Ja, ich suche noch nach der perfekten Stelle. Ich will irgendwo mitten in der Natur wohnen, wo ich Körper und Geist trainieren kann. Käse. Der Fleck hier scheint mir ganz gut geeignet. Was meinst du, Niklas? Ich suche mal für dich, ne? Was? Dein Ernst? Ach, wir haben uns zwar erst kennengelernt, aber boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf den ganzen Bums hier. Ja, also dann hier, bitteschön. Ja, ich vertraue dir mein Zelt an, Käse. Ja, ich gehe mal zum Festplatz, ne? Ach so, vielleicht hat sie das auch gesagt. Das weiß ich nicht. Ja, doch, safe. Ja, okay, alles klar. Also ich werde ihn natürlich auch trotzdem hier hinziehen lassen, wo er sich sowieso schon was ausgesucht hatte. Es ist quasi approved, allerdings möchte ich das eben so machen, dass die Bäume hier passen. Dass dafür nichts abgeholzt werden muss. So, sehr gut. Ich weiß ja noch gar nicht, wie lang diese Folge wird, weil theoretisch könnten wir gleich schon Schluss machen. Mal gucken. Es scheint jeder seinen Platz für sein Zelt gefunden zu haben, also zurück zum Festplatz. Da werde ich sogar hingebracht. Von netten Gestalten. Willkommen zurück. Ja, ich hoffe, jeder hat das perfekte Plätzchen für sein neues Traumhaus gefunden. Oder zumindest Behausung. Aber natürlich muss man nichts überstürzen. Lieber reiflich überlegen und nochmal drüber schlafen. Jedenfalls ist das nun geklärt und wir können uns Wichtigerem zuwenden. Dem Geld. Und natürlich eine Einzugsparty zu euren Ehren. Stilecht mit echtem Knisterfeuer hier auf dem Festplatz. Dazu müssen wir natürlich erstmal ein paar Kleinigkeiten beschaffen. Aber da wir jetzt sowieso alle Inselnachbarn sind, können wir uns so auch ein bisschen hier kennenlernen, Teamwork machen und so und ne? Also, Nap, Fienchen, Schlepp und Norsbert machen den Festplatz Party fertig. Niklas und ich sorgen dabei für Feuerholz und vielleicht etwas Leckeres zum Essen. Also basically ich, oder was? Gut, alles klar, dann mal los. Und Niklas, könnte ich dich nochmal kurz sprechen, so, bevor es losgeht? Na gut. Soll ich jetzt hier Klassensprecher werden? Was ist los? Sind hier die anderen irgendwie sass oder was? Ach, danke, Niklas. Ich wollte nur mal schnell überlegen, wie viel Feuerholz wir denn so brauchen. Du hast doch so bestimmt gute Noten in Mathe, oder? Naja, 10 Äste vielleicht? Ja, das dürfte hinkommen. Astiges liegt hier überall verstreut. Was für ein Glück und Zufall. Wenn du was aufheben willst, dann drück doch einfach Y. Kinderleicht. Ja. Ich schau mir das Obst hier an, ne? Also das sind sicher echte Äpfel, was hier so... Sowas rieche ich. Ich würde ja sagen, gibt's auch Fake-Äpfel, aber gut, in New Leaf gab's Wurmfrüchte. Vielleicht spielt es darauf an, ich weiß es nicht. Hauptsache, das ist hier nicht plötzlich irgendwie so eine biblische Referenz.
So, ich kann jetzt also offiziell mal hier Sachen sammeln und damit auch Unkraut. Ich könnte aber theoretisch jetzt auch die Bäume schütteln und auch die Früchte und so, ne, und alles. Aber gut, ich muss jetzt sowieso die Bäume ein bisschen rütteln und schütteln, weil so kommen wir ja an Äste ran, die eben nicht nur rumliegen. Auch was ich damals natürlich nicht wusste beim ersten Mal, weil es irgendwie ein bisschen random ist, wann hier was rauskommt. Aber jetzt weiß ich das natürlich alles. 10 hat er gesagt, ne? Wie viel haben wir denn jetzt schon? 7. Fantastisch. Das geht fix. Ja, ansonsten, heute startet natürlich auch die Heim-EM, klar. Aber heute startet eben auch dieses wundervolle Projekt. Zumindest heute für euch. Jetzt ist es zwar gerade bei mir der 13. Und wie gesagt, am 13.06.2013 damals gab es New Leaf tatsächlich noch nicht. Ich sammle jetzt einfach schon mal ein bisschen mehr. Da sollte es eigentlich erst am Folgetag rauskommen. Aber nun, gewisse Personen hatten das damals dann schon am Donnerstag anstatt am Freitag. Und ich war extrem enttäuscht, dass sich wer auch immer, wahrscheinlich war es Amazon, dachte so, ja nee, bei dir werden wir jetzt aber nicht vorher aufschlagen. Und konnte meine Mutter das dann nicht ertragen und ist dann schnell mal zum Elektrofachhandel des Vertrauens gefahren, also der am nächsten war. Und hat tatsächlich das Spiel bekommen und dann konnte ich das auch schon am Donnerstag spielen und das war sehr lieb. Und jetzt spiele ich einfach 11 Jahre später New Horizons, allerdings nicht, weil es gerade rausgekommen ist oder morgen rauskommen wird, sondern ja, einfach, weil ich jetzt mal wieder Bock habe, dieses Spiel von vorne zu beginnen. Das war jetzt so überhaupt nicht geplant. Ich habe einfach in der Nacht von Samstag auf Sonntag dann die Entscheidung relativ spontan doch getroffen. So, ach komm, ja, scheiß drauf. Ich habe jetzt Lust auf dieses Spiel. Ich will es jetzt nochmal spielen. Ich bestelle mir das jetzt und es kam halt jetzt perfekt an, dass wir das jetzt so in eine Story packen können. Das ist schön. Und gefällt mir sehr gut. Ja, ich werde es dann also entsprechend morgen am 14. eben dann hochladen, wo dann eben New Leaf rauskam. Das ist so eine schöne Geschichte. Ich mag das. Am 14.06. in Europa natürlich, muss man dazu sagen. Es kam ja, glaube ich, schon im November dann 2013 entsprechend. Nee, Quatsch, 2012. Im November 2012 kam es, glaube ich, in Japan schon raus. Was ein bisschen doof war, weil auf New Leaf hat man auch lange warten müssen, tatsächlich. Ich spreche mal mit ihm, er hat eine Sprechblase über dem Kopf. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch irgend... Ich habe das Gefühl, ich wollte noch irgendwas gesagt haben, aber... Ah, eigentlich nicht. Aber es ist auch schon tatsächlich wieder 4 Jahre und 3 Monate her, dass dieses Spiel rauskam. Muss man sich auch nochmal gönnen. Das ist, schon wild. 3 Monate ungefähr, glaube ich. Ne? Ich glaube, es kam es nicht am 20. oder so? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Sobald du 10 Äste hast, sprich doch bitte mit dem Chef. Und warum hast du... Ach so, der denkt. Okay, sorry. Der ist in seiner Welt versunken, alles klar. Fein gemacht, Niklas. Ja, eine schöne Ladung Äste. Dann mal flugs nachgezählt. Was? Das sind ja mehr, als ich wollte. Solche Mitarbeiter bräuchte man immer, ne? Ja, also, die 10 nehme ich mir mal, ne? Und den Rest bezahle ich natürlich nicht. Dann bin ich mal so frei. Yep, ja, schönen Dank auch. Vorzüglich, das gibt ein tolles Lagerfeuer. Ganz hervorragende Arbeit, jawohl. Ja, dein Fleiß ist wahrhaftig ein Segen für unsere Insel. Ach, was bin ich für ein Glückspilz. Ja, ja. Ach so, ich habe auch Glück bei meiner Obsterkundung gehabt, ne? Oder Kundschaftung. Während du Feuerholz geklaut hast, habe ich sorgsam die Früchte inspiziert, die hier so wachsen. Ah, sie sehen aus wie Äpfel, duften wie Äpfel, aber es sind Kürbisse. Nee, warte mal, es sind auch wirklich Äpfel. Und, würdest du mir vielleicht 6 Stück davon sammeln? Ich weiß, ich habe zwar eigentlich meine Inspektion gemacht und hätte dabei wahrscheinlich auch mal 6 mitnehmen können, aber... Sammel doch mal 6 Stück, damit du auch mal 6 hast. Was? Ja, die Sache ist für dich ein Klacks, ne? Ja, da wachsen... ich weiß, der Spruch, der geistert jetzt immer noch in deinem Kopf rum, ne? Sammel mir einfach 6 Äpfel, bitte. Das wäre fantastisch. Der kam mir leider viel zu spontan wieder in meinen Kopf. Der... Lebensabschnittsgefährte, wie ich ja mittlerweile dann schön sagen kann, von meiner Mutter. Der diesen Spruch tatsächlich beim Kanaster damals gebracht hat. Wenn er eine 6 auf den Stapel abgelegt hat.
hier Niklas, damit, oder Niklas hat der mich immer genannt, ich hab's gehasst, damit du auch mal Sex hast. Ja. Ich hasse es. Ich hasse es immer noch. Und ich glaube, ich werde es leider nie vergessen können. Und ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen den Drang gehabt, hier weiterhin Äste zu sammeln. Eigentlich wollen wir ja Äpfel sammeln, das machen wir jetzt auch. Damit wir vielleicht die Party heute noch machen können in dem Part. Ich glaube, das wäre doch ein ganz schönes Ziel, dass wir quasi... Ich weiß gar nicht, ich glaube, danach kommt schon diese Sequenz mit KK, oder? Dass wir das quasi noch machen. Ich mache einfach mal, ne? Ich bin entzückt. Und dabei bin ich nicht mal so auf einem Schiff mit so einem Wikinger-Jungen. Naja, jedenfalls. Besser als du macht das sicher niemand. Und vor allem machst du es umsonst. Und ich muss es nicht machen. Nochmal recht schönen Dank. Dann will ich mir mal dein delikates Sammelgut, ja, an mich reißen, ne? Viel Spaß, raub mich jetzt schon aus. Geht klar. Ich kann mich leider nicht wehren. Ich bin hier gestrandet, das war ein One-Way-Ticket. Hätte ich mal vorher überlegt. Ob noch was fehlt? Nö, alles da, jawohl. Ja, dann kann das Fest ja losgehen. Und keine nervigen Smartphones. Ich habe ja mittlerweile auch seit dem letzten Mal, dass ich hier ein Video zu New Horizons gemacht habe, gut, wenn man jetzt mal dieses Ich besuche alle Städte Video rausnimmt. Und gut, mein New Leaf, New Horizons Vergleichsvideo. Nein, aber wo ich jetzt zum letzten Mal Let's Play Part aufgenommen habe von dem Spiel, da habe ich noch Twitter gehabt. Mittlerweile habe ich keinen Twitter mehr, weil es jetzt X heißt. Nein, aber weil ich auch den Account gelöscht habe, weil Bullshit. Ich habe jetzt an Social Media eigentlich nur YouTube. Das ist sehr angenehm. Endlich ist es soweit. Hiermit heiße ich alle Anwesenden hochoffiziell auf dieser Insel willkommen. Ich habe ja schon so einiges an unternehmerischen Eskapaden hinter mir, aber Junge, Junge, Friesenjunge. Was? Naja, eine Inselgemeinschaft vom ersten Tag an zu leiten, das ist wirklich, naja, eine krasse Aufgabe. Aber das habe ich ja schon ein paar Millionen Mal gemacht. Wie oft hat das Spiel sich nochmal verkauft? Naja, gut, auf jeden Fall oft genug, dass ich hier immer noch diesen Kasper spielen kann. Und ich rede nicht von Ralf. Naja, also, nicht nur mal am Schreibtisch sitzen, sondern mal wirklich hier ein bisschen Grass touchen ist doch ganz cool, ne? Und die Ladenkasse klingelt natürlich trotzdem. ja, Teilnehmerzahlen mäßig liegen wir zwar dezent unter dem Niveau, aber was soll's. Doch, wen wird das schon schrecken? Wir müssen einfach viel beherzter zur Tat streiten. Ja, ja, vor allem du, Niklas, weil, warum nicht? Du bist ein Mensch, du hast Bock darauf, ich seh's doch. Und mit genug Geduld und Spucke wird das auch ein cooles Inselchen hier. Und naja, verlassen kann man sie eigentlich jetzt nicht mehr nennen. Ein richtiger Name müsste her. Du meinst sowas wie Nuktopia oder sowas, ne? Ich glaube, das schlägt einer von den beiden Nuk-Brüdern davor. Es gibt tatsächlich übrigens immer noch irgendwie Streit, was das jetzt genau so für ein Familienverhältnis da ist. Also es gibt halt Spiele, in denen sagt Tom Nuk halt legit, das sind seine beiden Neffen. Es gibt aber auch wiederum andere Spiele, wo dann irgendwie von seinen, ich glaube, Söhnen geredet wird oder vielleicht sind sie sogar gar nicht verwandt. Oder es ist irgendwie immer... Es gibt gefühlt keinen richtigen Canon-Familienstammbaum bei denen so. Man kennt das Familienverhältnis eigentlich nicht so hundertprozentig sicher, aber ich bin immer noch auf dem Standpunkt, dass es eben seine Neffen sind. Und dabei bleibe ich auch. Bis mir vielleicht in einem neuen Animal Crossing was anderes eingetrichtert wird vom Spiel, aber es gibt verschiedene Quellen aus den verschiedenen Teilen. Möchte ich an der Stelle nochmal gesagt haben, weil mir auch mal irgendwann geschrieben wurde, ey, das sind gar nicht seine Neffen. Ja doch, teilweise schon. Je nachdem, welchen offiziellen Spielquellen man da traut. Na, da kommt mir ein brillanter Einfall. Wir als die Ersten sollten dieser Insel einen neuen Namen geben. Und damit sich hier niemand auch wirklich beschwert, wird brav abgestimmt. Der beliebteste Name gewinnt. Also dann, überlegen wir mal. Und wenn ihr fertig seid, dann ruft jeder seinen Vorschlag, hm? Wie wär's mit... Malediven. Nein, das wird's nicht. Ich habe schon einen Namen überlegt. Natürlich habe ich mir einen Namen überlegt. Ich überlege mir bei Animal Crossing Städten natürlich immer den Namen vorher. Später nicht änderbar. Kann bei lokalem Online-Spiel für andere sichtbar sein. Oh nein, da muss ich jetzt natürlich was Angemessenes wählen. Und das mache ich auch mal. Und mache das so cool, wie Domtendo das immer macht. Und ihr werdet einfach den Namen übergeblendet lesen. Ist das nicht fancy? Ich gehe mit dem Vorschlag Füglerweg ins Rennen. Let's go. Jawohl. Also, fertig mit überlegen?
Dann ruft jetzt jeder den Namen, der ihm in den Sinn gekommen ist. Bereit? Los! Füglerweg! Woo! Waschbäros, ist auch geil. Den nehme ich. Herrlich, wie viel Fantasie ihr habt. Ganz klar, bei solchen Ideen, ja, da werden wir auf jeden Fall fündig. Dann stimmen wir jetzt mal ab. Jeder sagt den Namen, oder ihr klatscht für den, den ihr möchtet, so. Dein Enthusiasmus gefällt mir, Niklas. Lass uns mit deinem Namen beginnen. Also, der Vorschlag von Niklas war... Den habe ich schon wieder vergessen, sag mal. Der scheint nicht gut so gewesen zu sein. Ich würde jetzt klatschen, aber das klingt im Mikrofon scheiße. Na sowas, das ist ein richtiger Publikumsliebling. Ein Banger. Scheiß auf eure anderen Vorschläge. Wenn ihr das doch alle feiert, nehmen wir das doch. Ich hoffe, Demokratie wird nie bei uns so aussehen. Also, wenn ihr alle einverstanden seid, dann nehmen wir doch einfach Füglerweg, ne? Ja. Warum? Eigentlich, weil ich den Klang mag. Also ich habe mir so ein bisschen überlegt, ich habe ja eigentlich immer IA-Endungen, also Mondonia, Fironia, Hovenia, Nuvenia, besser gesagt. Hovenia war mein ursprünglicher Gedanke. Memoria. Aber irgendwie, ich wollte dann doch mal was anderes haben, Draconia. Und ich mag eigentlich diese isländische Endung mit diesem Vík dran am Ende. Wie zum Beispiel bei Reykjavík. Und ich habe irgendwie Bock gehabt, das so ein bisschen halt auf Isländisch zu machen. Es hat jetzt nichts krass zu bedeuten an sich. Beziehungsweise, gut, Fugl ist halt, oder Fugl besser gesagt, ist halt dann Vogel. Und wenn man das halt irgendwie in so einen Namen kombiniert, dann kann man daraus quasi Füglerweg machen. Ja, also es ist... Theoretisch hat es was mit Vögeln zu tun. Mit Vögeln. Das klingt jetzt... Der Name klingt sowieso schon so ein bisschen in die Richtung. Aber ich mag den Klang. Deswegen ist das jetzt meine Insel. Dann taufe ich die schöne Insel hiermit auf den Namen Füglerweg. Ah ja, und Niklas? Nicht anstößig denken. Weil dafür steht es ja überhaupt nicht. Auch wenn es irgendwie... Naja, egal. Du hast jedenfalls deine Kreativität unter Beweis gestellt, ne? Also wäre es doch schön, wenn du auch die Entscheidung bei uns treffen würdest in Zukunft, die nichts mit Geld zu tun haben, weil dafür bin ich zuständig. Ja, Niklas, hiermit nenne ich dich einfach mal so zum Inselsprecher, weil die anderen haben ja eh nichts zu melden. Das stimmt, das sind Puppen. Ja, Niklas, also hast du ein paar nette Worte für uns übrig? Ihr seid meine Sklaven. Tagchen. Dann haben wir heute also den Namen unserer Insel festgelegt so und der Insel einen Namen gegeben und naja, den Inselsprecher haben wir auch gewählt. Mann, waren wir produktiv. Dafür, dass wir gefühlt... Na gut, wir haben jetzt so um 17 Uhr angefangen. Wir waren jetzt quasi einfach, je nachdem wann die schlafen gehen, vielleicht 5 Stündchen da. Das war aber ein unglaublich produktiver Tag, du. Naja, wir sind jetzt alle reif für die Koje, ne? Das ist doch, glaube ich, auch so ein Schiffsfahrtbegriff, oder? Keine Ahnung. Hat jeder sein Gläschen? Ja, Randfolge mit frischem Saft aus den guten Äpfeln hier. Frisch geerntet von unserem Inselsprecher. Da würde mich interessieren, ob die Farbe variiert, je nachdem, welche Frucht man hat. Hat Nintendo da Effort reingepackt? Es sind ja oft kleine Sachen, die hier tatsächlich gemacht wurden und die großen dann nicht. Stichwort mehrere Sachen craften, Lager benutzen und sowas. Dann alle zusammen. Prost auf Füglerweg und alle, die hier wohnen. Zum Wohl. Cheers. Jetzt müsste eigentlich das Video enden, aber ich werde wahrscheinlich von zwei gelangweilten Jungs verklagt. Deswegen, lassen wir das. Gibt es noch was zu tun? Na, Niklas, ich hoffe, du vergnügst dich. Wenn du ein wenig Ruhe brauchst, leg dich dort in dein Zeltchen aufs Ohr. Wir bleiben hier und sorgen dafür, dass das Feuer schön weiter brennt. Und die ganze Insel abfackelt. Nö, eigentlich bin ich noch nicht müde. Aber natürlich, jemand mit so viel Power wie du geht nicht so früh ins Bett, ne? Ja, dann viel Spaß noch, ja? Aber sag kurz Bescheid, bevor du für heute Schluss machst. Ich hab da nämlich noch was für dich. Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich ein Schlafsack. Ich hab wahrscheinlich keinen. Ich war noch nicht im Zelt. Ich weiß auch gar nicht, ob das bisher ging. Ich sollte nochmal mit Tom Nuke sprechen, bevor ich ins Bett gehe. Na gut. Es ist jetzt halt nicht so, als könnten wir hier viel machen. Wir könnten noch ein bisschen Zweige sammeln und ein bisschen, Unkraut können wir theoretisch sammeln oder eben dann ein bisschen Obst. Vielleicht fallen sogar schon Items runter.
Glaube ich jetzt zwar nicht, aber wäre möglich. Aber es ist jetzt halt sowieso nicht so unglaublich spannend. Wir können also problemlos uns eigentlich schon ins Bett begeben. Ich weiß aber auch nicht, wann wir morgen aufwachen. Ich glaube, es war so, dass wir, wenn wir jetzt schlafen gehen, quasi bis heute schlafen. Also wir sind jetzt quasi an einem besonderen Intro-Tag. Und wenn wir dann ins Bett gehen und aufwachen, dann wird es hier auch wirklich knapp 18 Uhr sein, weil das ist es jetzt bei uns. Ich denke, so war es. Ich meine, so war es. Das heißt, wir machen das jetzt einfach schon in diesem Part. Ich hoffe, du vergnügst dich. Ja. Ich vergnüge mich, aber ich will mich jetzt auch schlafen legen. Wunderbar, dann warte, ich habe noch was Kleines für dich. Dein eigenes Feldbett. Stell es in deinem Zelt auf, damit du nicht auf dem Boden schlafen musst. Ach ja, ein paar Kisten warten dort auch auf dich. Vielleicht kannst du ja mit dem Inhalt was anfangen. Um die Kiste zu öffnen und Sachen zu verwenden, drück einfach A. Aber ach, wem sage ich das? Morgen ist ein großer Tag für dich, ja, ja. Tja, und wenn man jetzt natürlich Essen ausgewählt hätte, dann hätte man jetzt Essen bekommen und eben kein Bett. Aber ich habe ja einen Schlafsack gewählt, deswegen bekomme ich ein Feldbett. Und das ist komplett gelogen. Denn es war ja eine rein hypothetische Frage. Nun, wie auch immer. Wir haben jetzt also unser Bett und können jetzt dann diesen Intro-Tag beenden, weil es eben auch sonst nicht mehr allzu viel zu tun gibt. Deswegen ist das kein Problem. Kann ich die Sachen schon verschieben? Ja, doch schon. Ich muss auch sagen, ich spiele gerade mit zwei getrennten Joy-Cons. Es kann auch sein, dass die hin und wieder die Verbindung nicht richtig haben. Dass deswegen Klicks nicht angenommen werden oder sowas. Und ja, die könnten auch Gefahr laufen, dann doch zu driften, ne? Aber ja, gut. Ich habe versucht, das zu fixen bei denen. Ich hoffe, das hält jetzt auch eine Weile. Aber ich kann natürlich dafür nichts garantieren. Wieso kann ich das nicht drehen? Ach, geht doch. Komisch. Naja. Ich leg mich mal schlafen, würde ich sagen. Soll ich ein Schläfchen halten? Ja. Ich bin so müde. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser ersten Intro-Folge. Und es wird auf jeden Fall direkt mit einem zweiten Part weitergehen, wo wir ja den eigentlichen ersten Tag dann so richtig erkunden. Nochmal ein bisschen. Allerdings wird es dann nicht 18 Uhr sein, sondern ein bisschen später, weil ja, ich werde jetzt erstmal den ersten Part reinschmeißen zum Rendern und alles und ja, werde dann wahrscheinlich nochmal gegen 20 Uhr oder sowas reinschauen. Mal gucken, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich später. Du hast dich also entschlossen umzuziehen. Willst du der Welt deinen Stempel aufdrücken? So muss das laufen. Gibt im Leben viel zu viele Leute, die dir was vorschreiben wollen. Da sind wir schon wieder bei dieser großen Union. Aber wen juckt's? Du gehst deinen eigenen Weg. Einfach so leben, wie man will und wie man selbst für richtig hält. Da tun sich... Ich sag's jetzt nicht nochmal. Oh Gott, ist das cringe. Wer hat das geschrieben? Aber merkt ihr eins. Niemand kommt auf Dauer ganz alleine über die Runden. Wenn's da draußen hart auf hart kommt, dann wirst du glücklich sein, eine Gitarre zu haben und nicht komplett nackt auszusehen. Und ein paar Mitstreiter an deiner Seite zu haben. Aber du bist sicher nicht hier, meinem alten Hund beim Jaulen zuzuhören. Du willst endlich mal pennen, ne? Also, ciao. Aber schreib dir die Sache hinter die Ohren mit den Mitstreitern. Du wirst mehr Spaß auf deiner Insel haben, wenn du ein paar Gleichgesinnte dorthin einlädst. Und damit meine ich Menschen. Weil, was bist du eigentlich für ein Freak, dass du Tiere verstehen kannst? Geht's dir gut? Vielleicht solltest du mal das LSD weglassen, oder? Was nimmst du? MDMA? Keine Ahnung, was nimmst du? Du nimmst irgendwelche komischen Sachen, scheinbar. Mit deinen besten Freunden zusammen auf einer einsamen Insel anzufangen, das wäre doch cool, oder? Naja, du lebst dann jedenfalls synchron mit deiner echten Welt, wenn du aufwachst. Dann hast du quasi deinen Trip vorbei, so. Das wär's erstmal von mir, ja, man sieht sich. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis morgen. Und ich hoffe, Deutschland hat heute Abend gewonnen. Mal gucken.